Vielen lieben Dank, Rayaslav. Danke an Yuki und danke an René, dass ich heute nochmal die Chance habe, meinen Vortrag nachzuholen. Sorry, dass es vor 2 Monaten ungefähr kurzfristig ausgefallen ist. Ich bin tatsächlich relativ kurzfristig auch krank geworden, aber umso mehr freut es mich, dass wir heute nochmal über das ganze Thema User Engagement sprechen können. Ich hoffe, dass du passt. Ich habe so einen 30-Minuten-Vortrag jetzt für uns vorbereitet, rund um das Thema User Engagement oder wie schaffe ich es im Prinzip eine starke Bindung zu den Apps aufzubauen. Okay. Genau, was habe ich heute mit euch vor? Was würde ich euch gerne auch vorstellen? Und dann natürlich stehe ich auch für Fragen zur Verfügung. Zum einen will ich auch mit euch diskutieren, warum es wichtig ist, zwischen Kunde und Nutzer zu unterscheiden. Im zweiten Punkt geht es um die Abläufe der menschlichen Psychologie. Und dann das beides kombiniert, wie kann man das eigentlich für digitale Produkte, Apps, egal ob es Apps sind, Web-Apps, E-Commerce-Stores, also alles so digitale Produkte eigentlich anwenden? Welchen Einfluss hat dieses User Engagement eigentlich auf die KPIs? Und am Ende natürlich dann, wie von Yuki auch schon angesprochen, die Q&A-Session mit den Breakouts. Ich werde ganz viele Praxisbeispiele in meinen Vortrag mit einbauen. Und genau, dann vielleicht noch ein paar Fakten zu mir. Ich selber, Yuki sagte es schon, wohne in München. Hier bin ich auch gerade von hier aus gerade eingewählt, bin 35 Jahre, habe 2 kleine Kids. Und bin damit natürlich auch sehr viel beschäftigt mit den Zweien, bin sehr, sehr viel ehrenamtlich unterwegs, unter anderem mit dem WWF. Bin sonst eigentlich immer draußen anzutreffen, Radfahren, Ski, Wandern, das sind so meine Leidenschaften. Bin aber auch schon seit 11 Jahren in der Beratung, habe also in ganz vielen Projekten sowohl in den USA als auch in Europa schon gearbeitet, vor allem in der Automobil- und der Luftfahrtindustrie, aber immer mit dem Fokus auf digitale Produkte oder vernetzte Mobilitätsthemen. Genau, und vor 5 Jahren habe ich zusammen mit dem David Füßer die Firma Kadacom gegründet. Wir helfen unseren Kunden, digitale Produkte erfolgreicher zu machen, von der Konzeption bis am Ende wirklich zum Marketing und Kommunikation. Und eins unserer Steckenpferde ist User Engagement. Und genauso haben wir während dieser Zeit auch noch MyRoundPen gegründet. Ist vielleicht dem einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen in der Pferdewelt unterwegs ist, ein Begriff. Ist eine App, die im Prinzip das Leben auf dem Reiterhof ein bisschen digitalisiert und durch die Kommunikation und Organisation unterstützt. Das heißt, unser zweites Steckenpferd, mein persönliches, weil ich selber lange Reiter war, hat es enorm viel Spaß gemacht, das ganze Wissen, was wir selber angehäuft haben, in unsere eigene App dann auch reinstecken zu können. Genau, dann würde ich gerne mit euch zuerst mit einem kurzen Quiz starten. Ich hoffe oder ich vermute, viele von euch kennen die App Candy Crush. Eine relativ bekannte Spiele-App, schon länger auf dem Markt. Vielleicht kennt auch ein anderes Logo nur. Und ich habe einmal 3 Aussagen mitgebracht. Und zwar würde ich von euch gerne wissen wollen, am Ende meines Vortrages, und da brauche ich dann das Team von Rails ein bisschen zur Unterstützung, dass ihr bei der Auswertung mithelft, welche von den Aussagen stimmen denn zu Candy Crush dieser App? Zum einen, die Entwickler von Candy Crush sagen, dass alleine in 2014 sie 1 Milliarde US-Dollar durch In-App-Purchases verdient haben, dass die hohen Gewinne von Candy Crush nur 2% der User generiert werden und eigentlich 98% das Spiel kostenlos nutzen. Oder stimmt es, dass der österreichische Bundeskanzler während einer Debatte einmal Candy Crush gespielt hat? Ist Multiple Choice, also es können auch mehrere richtig sein. Da bin ich mal gespannt, was ihr glaubt, warum es Candy Crush vielleicht geschafft hat, da ganz viele Nutzer oder ganz viele Themen Umsatz auch zu generieren. Genau. Dann springe ich schon auf meinen ersten Inhaltsslide. Und zwar, was wir uns erstmal bewusst werden müssen, ist, der reine Fokus auf den Kunden ist eine Falle. Denn ich will euch zeigen, warum es wichtig ist, nicht immer nur auf den Kunden zu achten, sondern auch der Nutzer sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung von digitalen Diensten. Warum auch dieses Fokus auf den Kunden nicht zum Erfolg führt? Denn wenn man nur auf den Kunden schaut, der Kunde, wo also im Prinzip Geld gegen Features oft funktioniert, das kann nicht nur zum Erfolg führen, sondern man braucht wirklich diese Nutzerperspektive. Deswegen vielleicht auch einen Schritt zurück. Einmal nochmal größer. Wir haben eigentlich in unserer Welt, wo wir alle unterwegs sind, denken wir an ganz, ganz viel digitalisierte oder digitale Produkte. Das können Apps sein, die wir kennen, von zig Sprachlern-Apps, Messenger-Apps. Es gibt zig Marktplätze, wo wir unterwegs sind. Und wir fragen uns immer als Nutzer und wir persönlich als Menschen, welche App oder welcher Service ist eigentlich der beste für uns? Das heißt, ist es jetzt, welche von den Workout-Apps, welches Game ist es oder welchen digitalen Sprachkurs will ich machen? Und danach suche ich die App aus. Das heißt, man kann noch so viele coole Features, die vielleicht Sinn machen, in seine App reinbauen. Die User sind eigentlich wir, sind Menschen, wir denken alle analog. Und deswegen müssen wir uns auch an diese Menschen wenden, wenn wir ein digitales Produkt entwickeln.
Das heißt natürlich im ersten Schritt, wir müssen tatsächlich lernen zu unterscheiden zwischen dem Kunden auf der einen Seite und dem Nutzer auf der anderen Seite. Denn meist werden die digitalen Produkte, die wir zumindest kennen, oft mit vollem Fokus auf den Kunden gebaut. Das heißt, wir schauen, dass der Kunde die App herunterlädt, Services dafür bezahlt oder In-App-Purchases macht, wir neue Features anbieten, wo er zu wieder Sachen kauft. Wir achten auf das ganze Thema Usability, wir achten darauf, dass kaum Bugs vorhanden sind. Wir haben immer diese Kundenbrille. Für den machen müssen wir alles richtig machen und recht machen. Das ist alles nicht falsch. Da müsst ihr mich richtig verstehen. Aber auf der anderen Seite, es reicht aber halt nicht, denn wir müssen das Ganze auch aus einer Nutzerperspektive betrachten. Denn der Nutzer, dieser analoge Mensch, wie wir sind, der schaut sich immer an, will ich diese App haben oder die andere App? Welche App erfüllt wirklich perfekt meine Bedürfnisse? In welcher App habe ich mehr Erlebnisse? Welche App macht auch mehr Spaß zum Bedienen? Mit welcher App schaffe ich es auch wirklich, Gewohnheiten aufzubauen? Kurzum, das heißt, wenn wir an den Kunden denken oder nur an den Kunden denken, kann das sein, dass unsere App nicht so erfolgreich ist, wie wenn wir auch diese Nutzerperspektive mit aufnehmen. Das habe ich mal ganz plastisch erläutert hier an dem Eltern-Kind-Schema, weil das zeigt nochmal ganz gut auf, warum, wer eigentlich Kunde und wer Nutzer ist, weil das vielleicht vorher war ein bisschen noch theoretisch. Lass uns mal vorstellen, wir entwickeln eine Sprachlern-App oder eine Lern-App vielleicht nur für Kinder. Da denken wir im ersten Schritt, der Nutzer ist das Kind. Das Kind soll ja mit dieser Lern-App im Prinzip sein Wissen verbessern. Es muss dabei Spaß haben, denn nur mit Spaß nutzt die App auch weiter. Es muss Gewohnheiten schaffen, dass man es auch immer wieder diese App nutzt. Aber dem Kind geht es im Prinzip nicht um den rationalen Teil, also wie viel die App jetzt kostet oder welche Features da alle drin sind, ist dem Kind theoretisch egal. Auf der anderen Seite haben wir diesen rationalen Teil, die Eltern. Die schauen sich an, wie viel kostet die App, macht die meinem Kind Spaß, schafft es diese Gewohnheiten. Und deswegen ist es so wichtig, und die bezahlen letztendlich, und deswegen ist es so wichtig, diese zwei Brillen zu betrachten. Und hier das mal ganz plastisch, warum Kunde und Nutzer manchmal der gleiche Person sein können, aber auch manchmal tatsächlich komplett unterschiedlich. Jetzt wissen wir tatsächlich, wie die Nutzer ticken, also im Prinzip die Gewohnheiten, die Erlebnisse, der Aufwand gegen Nutzen schätzen. Aber jetzt müssen wir natürlich diese menschliche Psychologie mit einbauen. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel. Sorry für das Pizzabild. Ich hoffe nicht, dass jetzt zu viele Leute von euch Hunger bekommen. Aber ich glaube, daran kann man es sehr, sehr gut erläutern. Denn unsere menschliche Psychologie folgt eigentlich relativ einem einfachen Muster. Trigger, Action, Reward. Das heißt, am Beispiel jetzt dieser Pizza, wenn wir Hunger haben auf Pizza, dann ist das der Trigger, weil wir haben den Hunger. Die Action ist, wir bestellen etwas und der Reward ist, wir bekommen hoffentlich eine leckere Pizza. Wenn uns die Pizza geschmeckt hat und der Hunger gestillt wurde, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft, wenn wir den Trigger bekommen, Hunger, Pizza, dass wir bei dem gleichen Pizzalieferanten eine gleiche Pizza bestellen und es im Prinzip immer wieder diesen Rhythmus aus und diesen, sagen wir, den Kreislauf auslöst. Und dann schaffen wir Gewohnheiten. Das heißt, wir werden gar nicht mehr nach anderen Pizzerias oder so schauen, sondern wir schauen immer nur noch auf diese eine Pizzeria, weil da hat das ja super funktioniert. Und so ticken wir als Mensch. Also ich persönlich vielleicht als Beispiel noch. Bei mir ist es so, ich bestelle ganz, ganz viel auf einer großen Online-Plattform, das kannst du auch sagen, Amazon. Weil ich habe für mich gelernt, ich finde dort alle Produkte, die ich benötige. Ich werde belohnt mit den immer meistens hervorragend klappenden Lieferungen. Wenn man das nicht klappt, dann weiß ich, dass der Service hervorragend ist. Also ich schaue schon gar nicht mehr woanders. Amazon hat mich schon geschafft, so wirklich abhängig zu machen von ihrer Plattform, weil ich immer wieder dort bestelle. Das heißt aber jetzt für unsere digitalen Produkte nochmal umgemünzt. Wir müssen also unsere digitalen Produkte so bauen, dass wir genau diesen Mechanismus einbauen. Es gibt einen Trigger, der den Kunden oder den Nutzer in unsere App reinholt. Es gibt eine Action, die der in unserer App oder digitalen Produkt auslöst. Und wir müssen die natürlich mit dem, was wir in unserer App machen will, auch am Ende belohnen. Deswegen dürfen wir nicht nur an diese Features denken, die man alle reinbauen kann, die ganz viel in diese Action, also in die mittlere Spalte einzahlen, sondern müssen die komplette Kette bedenken. So, und jetzt ganz konkret, wie können wir das eigentlich alles anwenden? Und dazu komme ich jetzt zu dem Hauptteil meines Vortrags, das alles ein bisschen herleitet, dass ihr versteht, warum der Nutzer und diese menschliche Psychologie so wichtig sind. Kommen wir zu User Engagement. User Engagement ist im Prinzip so ein bisschen unsichtbarer Code, unsichtbarer Layer, eher gesagt. Also zwischen der untersten Ebene, dem Code, der programmiert wird, der User Experience, was der Nutzer und der Kunde auf der App erleben, gibt es diese unsichtbare Schicht.
Und diese unsichtbare Schicht muss es schaffen, Mechanismen zu erzeugen, dass dieser Nutzer immer wieder in unsere App zurückkommt. Dass er die App immer wieder sich daran erinnert, dass das wirklich zu einer Gewohnheit am Ende wird. Und wie kann das im Prinzip funktionieren und wie kann man User Engagement entstehen lassen in seinem digitalen Produkt? Und da muss man sich eigentlich fünf Phasen anschauen. Die Phase, die nur einmal stattfindet, ist die Onboarding-Phase. Danach kommen die vier Phasen Trigger, Action, Reward. Ihr erkennt schon, das sind die Phasen, die aus der menschlichen Psychologie. Und ganz, ganz wichtig auch noch die Phase Investment. Das ganze Modell, was ich hier zeige, basiert im Prinzip auf dem Buch von Neil Hooked. Das haben wir weiterentwickelt, sodass wir wirklich jetzt in Summe fünf Phasen haben und dass wir tatsächlich User Engagement von digitalen Produkten auch messen können. Das heißt, egal ob ihr ein Konzept für eine App noch habt oder wir haben schon Kunden, die eine fertige App haben, die schon lange im Markt ist, mit diesem Kreislauf können wir tatsächlich den User Engagement Score messen auf einer Skala von 0 bis 100. Die beste App, die wir von den über 150 Apps, die wir getestet haben, hat aktuell einen Score von 92, einfach mal zur Einordnung. Und in jeder Kategorie kann man im Prinzip 20 Punkte erzielen. Gute Apps schaffen es tatsächlich, in jeder von den Themen User Engagement Mechanismen einzubauen. Und was auch wichtig zu wissen ist, dass alleine schon eine Steigerung um 5 Punkte in diesem User Engagement Score einen massiven Einfluss auf alle eure KPIs hat, nach denen ihr im Prinzip schaut. Was ich jetzt mit euch machen will, ich würde gerne mal relativ kurz in die einzelnen Themenbereiche einsteigen, immer mit einem Beispiel auch versehen, um es anfassbar für euch zu machen. Genau, kommen wir zum ersten Beispiel, zum Onboarding. Onboarding ist ja die Phase, ihr stellt euch vor, ihr habt ein digitales Produkt, ihr habt gelauncht, das ist vielleicht auch im App Store überall schon drin. Der Kunde sucht nach einer App, jetzt vielleicht nach einer Spiele-App, findet Candy Crush und lädt sich im Prinzip diese App herunter. Das ist diese Onboarding-Phase, bis er tatsächlich die App auch dann wirklich nutzt oder sich vielleicht registriert. Heißt, ich als Nutzer frage mich die ganze Zeit, warum und wie sollte ich diese App denn eigentlich nutzen? Diese Phase durchläuft natürlich nur einmal, weil der soll ja unsere App, die wir alle haben, nicht immer wieder deinstallieren und neu installieren, sondern wenn möglich immer auf seinem Smartphone haben und immer wieder nutzen. Jetzt mal ein Best Practice Beispiel mit Candy Crush. Bei Candy Crush ist es so, wenn ihr euch die App herunterladet, dann werdet ihr sehen, dass ihr mit einzelnen Screens schon durch dieses Onboarding durchgeführt werdet. Das heißt, es wird euch mit verschiedenen Screens, Animationen immer wieder gezeigt, wie Candy Crush funktioniert. Das fühlt sich aber für euch nicht wie ein echtes Onboarding an, sondern ihr spielt schon mit und auf einmal kommt jetzt registrieren und jetzt weiterspielen. Das heißt, ihr habt die App schon erlebt und kennt alle Regeln und schafft es im Prinzip wirklich dann relativ simpel, den Nutzer in eure Welt einzuführen. Das heißt, was das Wichtige im Onboarding ist, ist, dass man den Nutzer abholt und dass er im Prinzip in dieser Onboarding-Phase erfährt, was unsere App kann. Vielleicht mal ein Beispiel weg von Candy Crush, von einem aktuellen Kundenprojekt, was wir letztes Jahr abgeschlossen haben. Es war eine ganz bekannte Fasten-App und da war es so, sie hatten das große Problem, dass viele Leute sich diese Fasten-App heruntergeladen haben. Gerade in unserer Corona-Zeit war es vielleicht eines der wichtigsten Themen, die die Leute da gemacht haben. Aber dann danach war das Problem, die Leute haben sich nicht registriert. Sie haben das Onboarding teilweise mitgemacht, aber die Registrierung ist fehlgeschlagen. Das heißt, sie haben viele potenzielle Nutzer auf diesem Weg verloren. Dabei haben wir festgestellt, dass es relativ einfach ist, diese Nutzer vielleicht zu gewinnen, indem man ihnen einfach zeigt, wie das Fasten dann in dieser App funktioniert. Und haben es mit dem Kunden in 30 Sekunden Mini-Fasten implementiert. Das heißt, sie während dieses Onboardings haben alle Nutzer mal 30 Sekunden Mini gefastet. Das heißt, sie wussten dann im Prinzip ganz genau, okay, da muss ich drauflegen, so einfach funktioniert das. Und da hat man dann relativ signifikant durch den Einbau dieses einen Slides die Anzahl der Registrierungen steigern können. Wenn wir einmal auf das Thema Trigger schauen, das ist die zweite Phase, und also die erste Phase in unserem Zyklus, der immer wieder stattfindet, aber die zweite Phase ist in unserem Modell. Bei den Triggern, das geht es darum, wie schaffe ich es, die Kunden, die unser digitales Produkt nutzen, immer wieder in dieses Produkt hineinzuziehen, dass sie also immer wieder unser Produkt nutzen, weil wir alle wollen ja, als Product Owner, in welcher Rolle wir auch sind, dass Kunden relativ regelmäßig unsere App nutzen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Formen von Triggern, das können Push-Notifications sein, Kontaktanfragen, E-Mail. Das Ganze kann im Prinzip in einem regelmäßigen Zyklus stattfinden, das kann mit unterschiedlichen Nachrichten auch stattfinden. Und ein Beispiel, deswegen würde ich gerne Instagram einfach mehr als sehr, sehr gutes Beispiel herausgreifen. Instagram hat zwei Wege geschaffen. Zum einen
sprechen Sie im Prinzip unsere Push-Notifications, im Prinzip extrinsische Faktoren an. Und auf der anderen Seite hat es Instagram geschafft, und das sehe ich ganz oft auch in Restaurants, dass im Prinzip Personen ihr Essen fotografieren, auf Instagram hochladen und sich darauf erhoffen, dass sie im Prinzip auch viele Likes und viele Kommentare dazu bekommen. Das heißt, Instagram muss es gar nicht mehr pushen, sondern wir selber haben komplett verinnerlicht, A, ich sehe schönes Essen, A, ich fotografiere es und ich lade es auf Instagram hoch. Super cool, dass man sowas geschafft hat. Und deswegen kann Instagram auch mit relativ wenig externen Triggern hier auskommen. Kommen wir zu der mittleren Phase. Und das machen, muss man ehrlich sagen, ganz, ganz viele Apps richtig gut. Da hier geht es um die Features und die Funktionen. Und viele von euch werden jetzt auch sagen, in meinem digitalen Produkt, da habe ich super coole Features. Das funktioniert alles. Und das merken wir auch. Denn hier stellt sich jemand die große Frage: Fällt es mir leicht, diesen Dienst, und ist er einfach zu bedienen, und fällt es mir leicht, diesen Dienst überhaupt zu bedienen? Denn jetzt am Beispiel von Elevate. Elevate ist eine Gedächtnislern-App. Die hat einen sehr, sehr guten Score in unserer Bewertung erzielt, deswegen auch als Best Practice hier vorgestellt. Elevate hat es geschafft, das Gedächtnistraining in ihrer App so zu bauen, dass ich tatsächlich als Nutzer jederzeit weiß, wo bin ich gerade, was muss ich machen, was sind die nächsten Schritte. Das heißt also, die Entscheidungen werden dem Nutzer abgenommen und er will im Prinzip immer weiterkommen, weil er sieht schon immer den nächsten Schritt, wo er im Prinzip hinwandern kann. Das heißt, hier hilft es, ist wichtig, in dieser Action-Phase dem Kunden zu helfen und nicht sagen, okay, er will irgendwas tun und er ist komplett lost in unserer App. Deswegen müssen wir ihn genau anleiten, also jetzt klickt da, können Sie Buttons hervorheben, geben ihm, wie Sie auf der linken Seite dargestellt, so einen klaren Pfad vor, jetzt machst du das und dann das und dann das. Das hilft letztendlich darin, dass der Kunde auch länger in unserer App bleibt, weil er genau weiß, okay, was muss ich jetzt tun? Es geht ja immer wieder weiter. Kommen wir zur Phase des Rewards. Reward, das sind im Prinzip die Belohnungen, die ich jemandem geben kann. Und hier ist es wichtig, dass wir nicht über monetäre Belohnungen und so weiter denken, sondern bei den Belohnungen ist es ganz elementar, dass wir über die Variabilität nachdenken. Das heißt, denn wenn ich für jetzt ein Beispiel mal der Nike Run Club App, wenn Nike es immer wieder schaffen würde, oder machen würde, ich laufe immer meinen 5-Kilometer-Lauf und jedes Mal kriege ich die gleiche Belohnung und kriege die gleiche Anzahl von Punkten, dann interessiert mich das vielleicht nach 5, 6 Läufen gar nicht mehr, weil ich weiß ja, was ich bekomme. Deswegen hat Nike es so gebaut, dass ich unterschiedliche Belohnungen für den gleichen Lauf auch bekomme. Mal ist es vielleicht der schnellste Kilometer, mal war es der weiteste Lauf, mal war es der schnellste Lauf. Heißt, ich kann, man sieht es hier im Prinzip im linken Bildschirm dargestellt, relativ hier so ein Badge bekommen und sie in der Mitte in dieser App dargestellt. Badges, die im Prinzip direkt sichtbar sind, die ich im Prinzip auch erreichen kann. Und es gibt aber auch noch unsichtbare Badges, die im Prinzip hier Nike eingebaut hat. Die will ich natürlich auch erreichen, aber ich weiß nicht, was es ist. Deswegen baut Nike im Prinzip diese verschiedenen Variablen mit ein. Und zusätzlich gibt es noch so ein kleines Gimmick, und das sieht man auf dem rechten Bildschirm dargestellt. Nike feuert auch mit Profisportlern mich immer wieder an, wenn ich im Prinzip gerade in dem Lauf bin. Und das will ich natürlich immer wieder hören, dass wenn ich gerade laufe und da kriege ich eine Belohnung, im Prinzip mit diesen Anforderungsrufen. Dann kommen wir zur letzten Phase, und das ist das Thema Investment. Warum ist Investment so elementar? Weil wir wollen ja, dass unsere Kunden nicht von heute auf morgen, es kommt ein Wettbewerber zum Beispiel auf den Markt, und direkt zum Wettbewerber wechseln. Deswegen wollen wir auch, dass unsere Kunden vielleicht in unsere App was investieren. Auch hier ist wichtig, wir reden nicht über monetäre Investitionen bei Nutzern, sondern über wirklich Zeit, die sie mit unserer App verbringen, Statistiken, die sie gemacht haben. Ein sehr gutes Beispiel ist hier Bookly. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese App. Bookly ist im Prinzip eine Lese-Lern- oder Lese-Statistiken-App. Hier kann ich im Prinzip immer wieder eintragen, wenn ich ein Buch gelesen habe, welches Buch ich gerade lese, von wann bis wann ich gelesen habe. Ich sehe meine Lesegeschwindigkeit. Ich kann Zitate drinnen einspeichern in Bookly, kann Fotos hochladen und sehe auf der rechten Seite auch ganz viel. Jetzt hier an dem Beispiel, dass einer unserer Mitarbeiter hat schon knapp 3600 Seiten über Bookly gelesen und in Summe fast 94 Stunden Bücher gelesen hat. Das hat er in dieser App alles getrackt. Wenn ich jetzt von Bookly woanders hingehe, verliere ich alle diese Daten. Deswegen will ich natürlich als Nutzer darin diese App weiterhin nutzen, weil sonst sind meine Daten verloren. Und je mehr im Prinzip Daten ich in diese App hineingebe, umso in Anführungsstrichen öfter werde ich sie nutzen, umso mehr schaffen wir es im Prinzip auch zur Gewohnheit.
Das heißt, wenn ihr im Prinzip an eure App denkt, versucht im Prinzip Möglichkeiten zu schaffen, wo der Nutzer etwas in eure App hineingeben kann, wo er was abspeichern kann und um vielleicht auch die Wechselhürden zu einer anderen App ein bisschen zu reduzieren. Jetzt schließlich dieser Kreislauf der Investition. Dann folgt wieder ein Trigger, das heißt, der Kunde kriegt auch einen Trigger, warum er wieder unseren Dienst benutzen sollte, eine Aktion, er wird dafür belohnt und hoffentlich investiert er daran wieder. So funktioniert im Prinzip User Engagement und ich muss es im Prinzip in allen Phasen einbauen. Was wir für euch nochmal gemacht haben in dem Miro-Bot, was Yuki und René gerade aufgezeigt haben, findet ihr zwei One-Pager. Die sehen im Prinzip vom Design hier so aus, dort liegen sie auch in Deutsch und in Englisch nochmal als PDF-Datei. Da steht auch das Wichtigste von den einzelnen Phasen nochmal drauf, also ladet euch das gerne auch runter. Deswegen haben wir sie extra in den Miro-Bot abgelegt. Jetzt kommt ein kleiner Wissenscheck. Und zwar würde ich gerne von euch einfach mal wissen wollen, wenn ihr jetzt einfach mal drei verschiedene Screens seht, wir gehen gleich von links nach rechts, zu welcher Phase von diesem unserem 5-Phasen-Modell, Onboarding, Trigger, Action, Reward und Investment, glaubt ihr, zählt dieser Screen oder kann man diesen Mechanismus, der hier dargestellt ist, dazu rechnen? Es ist die Sprachenlern-App Duolingo, eine der besten Sprachenlern-Apps, die es tatsächlich auf dem Markt gerade gibt. Und deswegen wäre meine erste Frage an euch, wenn ihr an den linken Screen denkt, im Prinzip, ich habe mal gesehen, meine Maus vielleicht sieht, könnt ihr einfach in den Chat eintragen, was ihr glaubt, was im Prinzip Duolingo, welche Phase Duolingo hier anspricht. Vielleicht, Juki, du müsstest mir, oder René, ihr müsst mir da mal ein kurzes Zeichen geben, was dann so ein bisschen im Chat drin steht. Okay. Okay. Trigger, Spielbegeisterung. Ja. Ja, aber die ersten Worte stimmen vollkommen. Natürlich sind es die Trigger. Denn es heißt Duolingo. Und wenn ihr einmal, ich weiß nicht, wie gut, wenn ihr nachher an den Bildschirm herangeht, seht ihr auch, dass Duolingo im Prinzip verschiedene Trigger an den Nutzer schickt, um sie wieder in ihre App zurückzuholen. Das heißt, keiner dieser Trigger sieht gleich aus. Es sind im Prinzip 4 unterschiedliche Trigger, die immer wieder dran gerichtet sind, kommen wieder in meine App zurück. Relativ häufig auch, man sieht das in einem relativ kurzen Abstand, schickt im Prinzip Duolingo diese Trigger. Genau, wenn wir über diesen mittleren Bildschirm sprechen, was glaubt ihr, welches von den Elementen oder Mechanismen oder welche Kategorie wird hier angesprochen? Okay, auch sehr eindeutig. Reward. Ja, genau. Hier belohnt im Prinzip Duolingo das, was wir im Prinzip geschafft haben und was wir heute gelernt haben. Genau, und kommen wir zur letzten Phase. Was glaubt ihr, was ist das? Ein paar schreiben Action, ein paar Investment. Oh, warten wir noch ein bisschen. Vielleicht wird es klarer. Learning Stats, Words Learning, Time Spent, Lessons Completed, Start Lesson. Mhm. Ja. Auch Reward wurde nochmal genannt. Trigger. Ja. Also alles Mögliche. Okay, also Querfeld geht. Okay. Und hier geht es tatsächlich um die letzte Session. Das ist Investment. Hier wird dem Nutzer nochmal aufgezeigt, was habe ich eigentlich mit Duolingo heute geschafft? Was habe ich im Prinzip in Duolingo auch investiert? Heißt, ich habe heute zum Beispiel 57 Wörter drin gelernt, ich habe heute 33 Minuten drin verbracht und 11 Lessons im Prinzip darüber gelernt. Das zeigt mir ganz deutlich nochmal auf, boah, was habe ich heute eigentlich geschafft? Genau. Kommen wir nochmal zu das ganze Thema KPIs. Wir alle werden ja, wenn wir ein digitales Produkt haben, oft auch an KPIs gemessen. Und wir alle wollen unsere KPIs natürlich jederzeit steigern. Egal, ob es die Average Daily Sessions sind, die Review-Quote in App-Stores, die Conversion-Rate von Free-Usern zu Premium-Usern oder bezahlten Usern, die Average Session-Length oder die Daily Active-User. Das Wichtige ist, wenn wir diese Verhaltensmuster und diesen Loop, den ich gerade aufgezeigt habe, bedienen mit Trigger Action Reward, werden wir es schaffen, langfristig die Nutzer zu begeistern. Und wir werden alle diese KPIs steigern können. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass tatsächlich eine Steigerung allein nur um 5 Punkte es schon schafft, hier einen wirklich signifikanten Effekt zu erzielen. Und je länger natürlich auch die Kunden und das Ganze das nutzen, je besser wir diese Mechanismen auch Trigger mit Action Reward einbauen, umso mehr steigt natürlich auch das ganze Thema User Experience.
Genau, und jetzt nochmal ein ganz konkretes Beispiel, weil Yuki hatte mich immer wieder mal gefragt, kannst du das auch wirklich konkret machen, dass es doch für uns alle anfassbarer ist? Und zwar eine Community-App, ein Projekt, was wir erst vor kurzem abgeschlossen haben. Und hier ging es darum, dass diese App, die war schon ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr auf dem Markt, einen Marktplatz angeboten hat. Ihr müsst euch vorstellen, im Prinzip ein Marktplatz, wo es Hilfesuchende gab auf der einen Seite und Leute, die im Prinzip Hilfe angeboten haben. Schönes Beispiel, wir fahren zum Beispiel eines dieser Beispiele, die es dort gab, war, wir fahren am Wochenende in den Urlaub. Ich habe einen Hund zu Hause, brauche für den Samstag und Sonntag jeweils jemanden, der mit meinem Hund Gassi geht. Das war im Prinzip mein Hilfegesuch. Ich suche jemanden, also einen Hund, der Gassi geht. Auf der anderen Seite gab es Personen, die gesagt haben, cool, gar kein Problem, kann ich im Prinzip dafür machen. Das Problem, was diese App hatte, war, dass diese Gruppen nicht zusammengefunden haben. Sie haben immer wieder versucht, mit standardisierten Push-Benachrichtigungen zu sagen, okay, schau mal wieder in unsere App hinein, guck mal, ob es für dich ein neues Angebot gibt. Aber es war im Endeffekt so, dass die Kunden die Angebote und die Angebote gesucht haben, nicht zueinander gefunden haben. Deswegen hatte die App uns im Prinzip angesprochen und hier haben wir die angesprochene User Engagement Messung gemacht, haben dann im Prinzip die Features identifiziert und man sieht auf der rechten Seite, auf der Messung kam jetzt ein Score von 56 heraus, was prinzipiell gar nicht so schlecht ist, aber wir haben das größte Potenzial noch entdeckt, gerade in dem Bereich der Trigger. Denn wir haben uns nochmal überlegt, in welchen Momenten muss man eigentlich dann einen Trigger versenden, dass die Leute auch wieder in unsere App zurückkommen. Und dabei wurde festgestellt, dass es im Prinzip gewisse Situationen gibt. Genau an den Stellen muss man jetzt den richtigen Trigger und die richtige Push-Benachrichtigung heraussetzen, um ihn jetzt in die App zurückzuholen. Weil die Nutzer natürlich die Hilfe gesucht haben, sie haben nicht die ganze Zeit da reingeschaut. Die haben ab und zu mal geschaut, sucht wieder irgendjemand. Somit haben wir zusammen mit den App-Product-Ownern sowohl die Texte umgebaut, die Push-Benachrichtigung damit komplett optimiert, sodass letztendlich deren App-Store-Bewertung auf einem Wert von 4,9 dann gestiegen ist und tatsächlich die Kunden viel besser zueinander gefunden haben. Genau, dann schon meine drei Schlüsselbotschaften, die ich euch gerne einfach mitgeben möchte. Denkt bitte immer dran, dass Kunde und Nutzer sind zwei unterschiedliche Typen oder unterschiedliche Verhaltensweisen. Die können die gleichen Personen sein, müssen sie aber nicht, aber denkt immer dran, dass ihr beides in eurem digitalen Produkt berücksichtigt. In der Mitte denkt auch dran, dass es diesen Trigger-Action-Reward-Mechanismus gibt. Und überlegt euch bitte, bei welchem Trigger soll der Nutzer in eure App kommen? Was macht er in eurer App? Wie belohnt ihr das über eure App? Und wie investiert ihr am besten auch in eure App? Und denkt dran, wenn ihr im Prinzip über solche User-Engagement-Mechanismen sprecht oder die auch einbauen wollt, die haben wirklich einen messbaren und positiven Einfluss auf alle eure KPIs. Genau, ich habe es versprochen, wir kommen zu dem Quiz zurück. Jetzt mal die Frage in die Runde, auch bitte wieder mal in den Chat. Multiple Choice, was glaubt ihr, Candy Crush, von den drei Aussagen, die hier stehen, welche von denen stimmen? Ihr könnt gerne noch mal voten in den Chat. Genau. Also bei B sind sich die meisten einig. Ah, da sagt einer nur A. A, C, A, also alles wild durch mich. Einige auch A, B und C, Ja. also. Viele A, B, C. Viele A, C. Okay. Viele nur B. Okay, also wirklich komplett quer gemischt, aber die tatsächlich, die an A, B, C gesagt haben, die haben vollkommen recht. Denn Candy Crush, die App, die jetzt im Prinzip einen User Engagement Score von, glaube ich, 92 bei uns hat, die hat es tatsächlich geschafft, nur mit 2% der User ihren ganzen Gewinne zu generieren. Und es ist nicht nur dem österreichischen Bundeskanzler passiert, dass er im Prinzip so ein bisschen Candy Crush selbst in der Nationalratssitzung spielt. Es ist auch einem aktuellen Ministerpräsidenten aus Deutschland in einer dieser Corona-Taskforce passiert, dass er auch mehr eine Debatte, und ihr, vielleicht erinnert ihr euch, mal vor, glaube ich, 3, 4 Monaten, da ging auch ganz groß durch die Medien, wie kann sich dieser Ministerpräsident leisten, Candy Crush während so einer Corona-Sitzung mit Frau Merkel denn zu spielen. Also Candy Crush hat es wirklich geschafft, über die ganzen Mechanismen, die sie eingebaut haben, so, dass die Leute irgendwann zurückkommen und auch lange in dieser App bleiben. Genau, dann letzter Slide von mir. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder auch einfach nur mal einen Rat wollt, dann sprecht mich einfach gerne an. Vernetzt euch gerne über
LinkedIn mit mir. Hier ist auch noch meine Kontaktdaten. Die stehen aber auch im Miroboard. Rechts unten noch ein QR-Code. Den werde ich auch noch ins Miroboard gleich kopieren. Wenn ihr selber ein digitales Produkt habt, macht selber gerne mal unseren OurSelf-Check, den userengagementcheck.com. Dann bekommt ihr auch schon eine erste Indikation, wie ihr im Prinzip mit eurem digitalen Produkt dasteht. Und dann komme ich wirklich zum letzten Slide. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Sonst bin ich nämlich jetzt fertig. Vielen Dank.